Vega. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid? Ja. Ja, lange Geschichte. Oh. Danke. Tja, du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin, ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Ah, aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir vor einen Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Dir auch. Freunde, Kollegen, sie ist brillant. Oh, nein. Neu hier? Gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Obwohl, mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Wie wär's mit einem Handel? Oh. Wie wär's mit einem Handel? Oh. Ah, hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte, damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Gern geschehen.
Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Banjo. Diese Geschichte handelt von einigen umliegenden Höhlen, in denen es angeblich spukt. Unheimliche Laute, die aus den Tiefen der Erde kommen. Niemand, der die Höhlen betreten hat, ist je wieder zurückgekehrt. Merkwürdige Geräusche, irgendetwas zwischen Donnergrollen und Hundegeheul und ein rätselhaftes Leuchten. Brauchst du irgendwas? Wir könnten handeln. Hallo. Lass mich raten, du sollst mich für Omar aufmischen. Von mir kriegt der Mistkerl gar nichts. Wovon redest du denn da? Tut mir leid. Das Messer, die Waffe. Ich dachte. Na, vergiss es. Suchst du was Spezielles oder siehst du dich nur um? Was hast du denn? Was ich habe? Das hier ist Cuvaquiacu, eine der größten Ausgrabungsstätten in Südamerika. Naja, sie könnte es sein. Sie sollte es sein. Wenn die Plünderer nicht wären? Ganz genau. Omar und seinen Leuten geht's ums Geld, nicht um Geschichte. Ich verkaufe Objekte von kultureller Bedeutung. Vielleicht beschädigt, aber man kann sie restaurieren. Ich zeig dir, was ich habe. Ausgezeichnete Wahl. Ja, so macht man Geschäfte. Viel Spaß. Ausgezeichnete Wahl. Viel Spaß. Ausgezeichnete Wahl. Ja, so macht man Geschäfte. Ausgezeichnete Wahl. Wenn du wieder handeln willst, ich bin hier. Thank you.
Dies ist eine Huldigung Supais, des Totengottes und Herrschers über Uku Pacha, die Unterwelt der Inka. Er wird angefleht, mit seiner Legion aus Dämonen an diesem Ort zu erscheinen, wo ihn die Einheimischen mit Gedichten über seine Erhabenheit und Opfergaben in Form von Speisen und Getränken ehren werden. Indem sie ihm auf diese Weise den Respekt zollen, den er verdient, beten die Einheimischen dafür, dass er nur jene zu sich holt, bei denen es unumgänglich ist und anderen ihrer Gemeinschaft nicht unnötig schadet. Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Möge Vaters Wunsch nach Macht gestillt werden, wenn wir ihm in die jenseitige Welt folgen. Hier geht's wohl nicht weiter. Oh, Scheiße! Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Hm.
Sehr geehrte Miss Ortiz, auch wenn Ihr bemerkenswerter Einsatz für Kuvak Yaku durchaus Anerkennung verdient, weist Porvenir jegliche Verantwortung für den entsetzlichen Zustand des Dorfes von sich. Vielmehr ist unser Vorstand in Übereinstimmung mit Ihrem örtlichen Regierungsvertreter zu dem Schluss gekommen, dass uns keine andere Wahl bleibt, als rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten, sofern Sie Ihren verleumderischen Kreuzzug gegen uns nicht einstellen. Gezeichnet. Diese konische Gussform aus Eisen wurde hauptsächlich in den 60ern und 70ern genutzt, um kleine Goldbarren zu gießen. Ihre einzigartige Form sorgt dafür, dass sich das Gold am Boden absetzt, wodurch es von Unreinheiten befreit wird.
Diese strahlend goldene Scheibe ist unverkennbar. Das hier ist Inti, der bedeutendste Gott der Inka. Er war der Gott der Sonne, Beschützer der Menschen und Spender von Wärme und Licht. Einigen Legenden zufolge hat er den Menschen außerdem den Weg in die Zivilisation gewiesen. Die Inka-Herrscher betrachteten sich entweder als Intis direkte Nachfahren oder seine Inkarnation auf Erden, je nachdem, welchen Herrscher man fragte. Das beschreibt etwas in der Nähe. Hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Zu jung, um Bernstein zu sein. Also ist es vielleicht Kopal. Es riecht jedenfalls fantastisch.
Das hier ist ein bisschen ungewöhnlich. Es zeigt Schafe, Lamas und Ziegen, obwohl ein einzelner Bauer normalerweise keine drei Herden unterschiedlicher Tiere hüten würde. Dieses eine Lama, allein auf dem Hügel, das muss der Inka-Gott Urkuchilai sein. Er galt als Beschützer der Tiere und wurde oft als Lama dargestellt. Das hier ist eine Huldigung Urkuchilais, mit der die einheimischen Hirten demjenigen danken, der ihre Herden beschützt und so ihre Lebensgrundlage bewahrt. Das ist ein aus billigem Plastik und Kupfer hergestelltes Werbemodell eines Ölbohrturms. An seinem Sockel findet sich das Logo eines Unternehmens namens Porvenir. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen.
Trinity ist angespannt. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Kuniraya, der Inka-Gott des Mondes. Er war von relativ niedrigem Stand und hatte deshalb auch keine Gefährtin. Das hier erzählt die Geschichte, wie er seinen Samen zu einer Frucht formte, deren Verzehr die Göttin Kaviyaka schwängerte. Da Kaviyaka noch Jungfrau war, kam ihre Schwangerschaft ziemlich überraschend. Als ihr Sohn geboren wurde, beantwortete er die Frage nach seinem Vater allerdings sofort, indem er direkt auf Kuniraya zukrabbelte. Kaviyaka sah sich durch Kunirayas niedrigen Stand derart gedemütigt, dass sie mit ihrem Sohn nach Peru floh, wo sie sich in Meeresklippen verwandelten. Wie läuft's denn so? Sieh dir meine Ware an. Viel Spaß. Wenn du wieder handeln willst, ich bin hier. Ich mag's nicht, dass sie mich... Miss Ortiz, danke für Ihre kürzliche Anfrage. Anhand der Proben, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, wurde ein Wasserqualitätsindex WQI der Flussgebiete nahe dem Dorf Kuwakyaku erstellt. Die Auswertungen zeigen, dass die Qualität als schlecht eingestuft werden sollte, da maßgebliche Faktoren wie Verschlammung, chemische Verschmutzung und Schwermetallbelastung festgestellt wurden. Sowohl Trübungen als auch Feststoffe überschreiten die ökologischen Grenzwerte. Wasser mit einer hohen Trübung ist nicht als Trinkwasser geeignet und die große Menge an Feststoffen bedeutet, dass es auch nicht zur Bewässerung verwendet werden kann, da dies zu einer Schädigung der Böden führen würde. In den betroffenen Flussgebieten wird darüber hinaus höchstwahrscheinlich kein Fischfang mehr möglich sein, was sich wiederum negativ auf die Existenz der Einwohner auswirken wird. Des Weiteren lag der pH-Wert im hohen alkalischen Bereich, während der chemische Sauerstoffbedarf ebenfalls die Grenzwerte überschritt. Beides Indikatoren für eine chemische Verunreinigung des Flusses. Wasser mit einem hohen